Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute ist es wieder soweit. Heute ist Hörspielzeit. Ihr hört heute also nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, zusammengefasst noch einmal ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Hörspiel. Schau, Kindl. Leo Parat, grüße Sie. Melde mich von dem Unternehmen EU-Auktion. Sag Ihnen was der Name EU-Auktion, oder? Nein, gar nicht. Mach ich Ihnen gerne eine kurze Vorstellung. Wir sind eine Online-Handelsplattform und wir handeln zum Beispiel mit Forex, Kryptowährungen, Einzelaktien und so weiter. Haben Sie bis jetzt Erfahrung gesammelt in diesem Bereich? Nein. Wie bitte? Nein. Nein. Okay, schauen Sie jetzt die richtige Zeit, weil diesen Monat wir haben eine neue Kundenakquise. Das bedeutet, jeder neue Kunde von uns bekommt erstmal 100%ige Bonus, kostenlose Broker und auch eine Testphase. Also dieses Testphase bedeutet, Sie können uns gerne 2 bis 4 Wochen testen mit dem Bonus. Das haben wir so abgemacht, damit wir erstmal uns kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Ich hoffe, Sie haben mich bis jetzt nachgefolgt und alles verstanden, oder? Ja. Ja. Wie bitte, ich höre Sie ein bisschen schlecht. Ja. Wenn man hier so im Internet googelt, dann sieht es ja nicht so gut aus, ne? Wie bitte? Ich sage, wenn man hier im Internet googelt, sieht es ja nicht so gut aus, ne? Also, Sie haben Interesse und deshalb melde ich mich. Ich kann Ihnen gerne unsere Webseite präsentieren und Sie werden das selber überprüfen, was wir konkret machen und wer wir sind. Danach können Sie gerne entscheiden, weil es geht, ein Testgeschäft Referenz zu schaffen. Ja, aber das Erste, was ich hier so im Internet sehe, ist, Achtung, Fake Broker. EU-Option Fake Broker, EU-Option Scam, Fake Broker. Nicht vielleicht geliefert, leider Betrug, wie schon erläutert. Vielleicht Sie haben früher eine schlechte Erfahrung gesagt, deshalb sind Sie so negativ orientiert. Ich lese das hier gerade vor, was man bei Google so gleich als erste Einträge findet. Okay, wo haben Sie das gelesen? Bei Trustpilot. Sind Sie sicher? Ja, steht ja hier. Schauen Sie, Herr Schauke, es geht sowieso nicht an Investitionen, verstehen Sie, sondern Sie werden uns testen 2 bis 4 Wochen mit unserem Geld, mit unserem Bonus. Falls gefällt Ihnen nichts, einfach wir gehen getrennte Wege. Falls gefällt Ihnen, dann können Sie gerne entscheiden, ob Sie investieren Geld oder nicht. Ja, aber wenn ich Geld einzahle und es kommt nichts mehr zurück, dann bringt es ja nichts. Wer hat das gesagt? Ja, steht also, ja, wie gesagt, habe ich doch gerade vorgelesen hier. Ja, Sie können alles lesen. Meine kleine Tochter kann auch das schreiben, aber es muss nichts sein. Wir können auch das löschen, ne? Mhm. Wir haben das nicht gemacht. Sie gehen einfach auch bei McDonald's. Sie sehen selber auch viele schlechte Kommentare, aber trotzdem, die Leute gehen dort zum Essen. Das kann man ja so nicht vergleichen. Doch. Ja, aber bei Ihnen sind es ja 100% schlechte Bewertungen. Das ist ja schon ein Unterschied. 100, ne? Nee. Also, wenn Sie so denken, negativ, dann wir können nicht in Geschäfte natürlich kommen. Das also denke ich nicht, das lese ich vor. Okay, Sie können alles lesen. Wie gesagt, wir wissen das auch, das gibt schlechte Kommentare, aber wir haben das da auch nicht gelöscht. Wir könnten auch das löschen, aber wir haben so gelassen, weil sowieso, ich verlange nicht von der Zeit, dass Sie müssen bei uns 5.000 oder 10.000 Euro investieren. Oder und nach 3 Monaten ist dann eure Webseite offline, wie von den anderen Kriminellen. Alles klar, dann ich habe keine Zeit, mit solchen Leuten weiter zu telefonieren, weil ich habe genug. So antworten halt Kriminelle, genau. Wünschen alles gut, ciao. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Mit der Knusprig. Ja, Knusprig. Knusprig. Ja. Warum sind 2? Ja, weil ich geheiratet habe. Wie bitte? Weil ich geheiratet habe und meine Frau hieß auch Knusprig. Und wir haben aber beide unsere Namen behalten und deswegen haben wir jetzt einen Doppelnamen. Ich verstehe, ich rufe Sie von Finanzkapital FX Firma, wo Sie haben ein Interesse gezeigt über Online-Handel. Ja. Knusprig. Ja. Sind Sie wieder interessiert? Wieso wieder? Sie haben einmal gezeigt ein Interesse am 14. Am 14. dieser Monat. Und haben Sie wieder Interesse um Online-Handel? Ja. Wo ist denn das Interesse aufgefallen? Wie bitte? Wo hatte ich denn Interesse? Am Online-Handel. Ja, aber wo? Wo war denn das? Ja, hallo, schönen Tag. Ich spreche mit Herrn Lori Ross. Ja.
Erwin Schutz ist am Apparat her. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Da ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Nein, wann denn? Es geht um Onlinehandel, also Bitcoin und Kryptowährungen. Mhm. Haben Sie Interesse? Weiß ich nicht, woran soll ich denn Interesse haben? An Bitcoin und Kryptowährungen. Was habe ich davon? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Konto. Onlinehandelskonto. Ja, was habe ich denn davon? Es geht um Bitcoin und Kryptowährungen. Sie können da investieren und das Geld verdienen. Möchten Sie oder nein? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne ja Sie gar nicht. Okay, wenn Sie das wissen, ich werde Sie wieder zurück anrufen, okay? Danke. Ja, so werde ich das nie wissen. Ja, tschüss. Aha, Betrüger. Du bist Betrüger. Ja, Sie sind ein Betrüger. Du kennst meine schon Stimme, oder? Nee, Sie sind ein Betrüger. Du bist Betrüger. Nee, Sie sind ein Betrüger. Ja? Ja, guten Tag. Ja, der Max Braun am Apparat. Hallo. Ja, jetzt sind Sie vor dem Rechner, ja? Wer sind Sie denn? Ich bin der Max Braun, wir haben vor kurzem gesprochen. Oh, da kann ich mich immer nicht dran erinnern, ich bin so vergesslich. Worum geht's denn? Nein, wir haben gerade, wir haben über die Trading online, Onlinehandel wie die Börse. Wir haben gerade gesprochen. Ja? Vor einer Minute. Oh, Sie haben kann mir ein paar ich Fragen hingestellt nicht, wegen Steuer. Da kann ich mich immer nicht erinnern an sowas. Wenn das Telefongespräch beendet ist, dann vergesse ich immer alles, wissen Sie? Nicht, ich war gerade was zum Unterschreiben. Habe ich leider vergessen, das tut mir leid. Und wer sind Sie jetzt? Ich bin Dr. Max Braun. Okay, von der Firma Bitcoin Motion, FX Frankfurter. Wir sind bereit für eine Kontoaktivierung gerade. Sie haben eine Werbung von uns erhalten, Registrierung gemacht und gerade sind wir bereit für die Kontoaktivierung. Ach so, also da ist ein Konto bei Ihnen. Auf jeden Fall. Da müssen wir nur aktivieren. Sie haben den Anmeldung fertig gemacht. Ach so. Wie viel Geld habe ich denn da drauf auf dem Konto? Nee, momentan haben Sie keinen Cent investiert, nur die Registrierung gemacht. Ach so, ich dachte, da ist was drauf, wenn ich da ein Konto habe. Nee, haben Sie noch nicht was einbezahlt. Ach so. Na und, was sind Sie denn für eine Firma? FX Frankfurter. Aber wir haben vor einer Minute, 10 Minuten lang gesprochen, bitte. Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern. Kein Thema. Sind Sie vor dem Computer gerade? Nee, ich bin gerade auf dem Däppchen. Däppchen? Okay, gehen Sie kurz an den Computer, bitte. Muss ich mal gleich mal einen Pop sauber machen, dann können wir gleich an den Computer gehen. Wollen Sie mir nicht so lange erstmal erklären, wie Ihre Firma da funktioniert und was Sie da machen? Ich bitte Sie denn, das habe ich gerade gemacht. Ja, hab ich Ihnen doch gesagt, da kann ich mich leider nicht dran erinnern. Okay, ich rufe ein bisschen später an, bis dann. Nee, jetzt habe ich Sie doch immer am Telefon, ja. Da können wir doch denn... Nein, da können Sie mir doch das alles dann erklären und nein, dann... Nein, ich habe das alles argumentiert. Ich habe das alles argumentiert. Wer Sie sind, was wir machen, wie es geht und jetzt sagen Sie nochmal, erklären Sie. Was soll das sein, bitte? Oh, na, ich bitte Sie, freundlich. Ich habe Ihnen doch gedacht, ich kann mich nicht erinnern. Da kann ich doch nicht dafür. Okay, bis dann, ciao. Wenn Sie immer auflehnen, dann vergesse ich doch, was wir gesagt haben. Hallo? Guten Tag, ich suche ein Gespräch mit Herrn Steinfeger. Herr Steinfeger, ja, wen habe ich denn da? Hallo, mein Name ist Austin und ich rufe Sie aus Stock DC mit dem Profit Build System an. Wie geht es Ihnen heute? Also, Sie sitzen auf dem Stock. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe jetzt ein Konto bei uns eröffnet und an der Nutzung unserer Automatik-System interessiert sind. Ja? Ja. Ja, ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Konto zu helfen und Ihre Frage zu beantworten. Was sind für eine Frage? Können Sie mich zuerst fragen, habe ich Ihre Erfahrung im Online-Handel oder das ist Ihre erste Mal? Ja, kann ich Sie fragen. Ist das Ihre erste Erfahrung im Handeln oder probieren Sie das erste Mal? Das System ist automatisch. Das System wird den Handel für Sie erledigen. Sie müssen die kaufen und die verkaufen, nicht selbst zu machen. Habe ich jetzt eine noch Frage? Was wollen Sie denn fragen? Wie bitte? Ja, was möchten Sie denn wissen? Nein, ich rufe Sie an, so Sie können Ihnen mit dem Schritt zu helfen, so Sie können die Konto zu aktivieren. Ja. Habe ich jetzt eine noch Frage?
Was möchten Sie denn? Hallo? Hallo? Ja? Ja, normal, ich bin der Herr Braun. Wer sind Sie? Max Braun. Oh, wer sind Sie? Ich bin der Max Braun, Herr Schornsteinfeger. Ja, Schornsteinfeger hier. Genau. Ja, und wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sind Sie jetzt vor dem Computer? Was möchten Sie denn? Wer sind Sie denn? Also, ich bin der Max. Ja, und weiter? Wir haben vor zweimal gerade gesprochen. Das weiß ich nicht, wenn wir schon mal gesprochen haben. Ich kann mir das immer nur merken, währenddessen ich am Telefon bin. Danach habe ich immer alles vergessen. Können Sie kurz Ihren Computer hochfahren? Der ist doch an der Computer, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob der an ist. Wieso? Was wollen wir noch machen am Computer? Hallo? Hallo? Ja, was wollen wir noch machen am Computer? Wozu brauche ich denn? Weil Sie sind registriert an unsere Firma für Onlinehandel. Was? Joseph Forex. Seit wann bin ich denn da angemeldet? Was habe ich denn da gemacht? Sie haben mit Bitcoin beschäftigt. Oh. Kryptowährungen, digitale Währungen. Ach ja, mit dem komischen goldenen Taler. So, den fand ich hübsch, den wollte ich für meine Sammelbox haben. Was wollen Sie haben? Ich wollte zum Köln für meine Sammelbox mal gucken, ob ich da mal eine reinpacken kann. Ja, aber ich bin bereit, Ihnen zu helfen. Ja, also kann ich bei Ihnen so einen Köln kaufen? Ja, was wollen Sie bei uns verkaufen? Ich will nichts verkaufen, ich will so einen Köln kaufen und der für meine Sammelbox, weil ich fand den hübsch. Ja, da haben wir bieten verschiedene. Ach, Sie haben auch noch andere Sammelmünzen. Auf jeden Fall. Oh, Sie brauchen nur kurz vor dem Rechner zu sein. Und was machen wir da? Hallo? Ja, ich bin da. Ja. Und was machen wir nun? Also, ich meinte, schauen Sie kurz. Wohin denn? Was kann ich denn für Sie tun? Ja? Ja. Sind Sie vom Rechner? Nee. Ich hab gerade ein rotes Schlüpfer gerochen. Ah. Und jetzt? Wie meinen Sie jetzt, bitte? Was? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Ich war gerade auf Däppchen. Sie waren gerade auf Däppchen? Ja. Leben Sie allein? Nee, ich hab doch Rosi hier. Was haben Sie, eine russische Frau? Nee, der Rosi. Ah, der Rosi. Ja. Okay. Haben Sie den PC da? Was meinen Sie denn? Oh? Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Lena Hoffmann, ich spreche wieder mit Schwanzsteifer. Steinfeger, ja. Schauen Sie rein, Herr Steinfeger. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht. Wie heißt denn die Plattform? Bitcoin. Join Investing. Hab ich hier nicht. Das, was Sie online geöffnet haben mit 250 Euro, sonst würde ich Sie nicht anrufen, weil ich habe das hier vor Ihre Daten, was Sie beauftragt haben. Aha, okay. Wann habe ich das gemacht? Bitte? Ja. Jetzt gerade, sind Sie nicht online? Nee, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, ganz genau. Sie sind bei uns schon registriert, Herr Steinfeger. Ihre E-Mail-Adresse hartmut.schimmeldonner@gmx.de. Ja, aber die Seite hier heißt nicht Bitcoin. Was heißt das? Irgendwas mit Monetalux.com. Ja. Genau, das ist unsere Plattform. Achso, danach habe ich Sie doch gerade gefragt. Und da haben Sie gesagt, einen anderen Namen.
Nein, Herr Steinweger, vielleicht habe ich Sie nicht richtig verstanden. Ich entschuldige mich dazu. Wir haben viele Assets, nicht nur für Bitcoin. Also allgemein Trading, Kryptowährung, Öl, Platinum, ja. Uranium und so weiter. Okay. Ihre Interesse, um zu investieren, wie viel liegt es? Der minimale Betrag 250 Euro oder etwas mehr zu versuchen? Weiß ich nicht, was ist da gut? So mehr Sie investieren, so mehr profitieren Sie auch Geld. Das kommt drauf an von Ihrer Interesse, wie viel Sie profitieren möchten. Okay. Wir haben momentan auch ein Angebot mit Bonus, deswegen frage ich ja auch nach wegen dem Betrag, mit was Sie starten möchten. Mit Bonus? Ja. Wie kriegt man den? Zum Beispiel, weil die minimalen Betrag von 250 Euro, Sie profitieren einen Bonus von 150 Euro. Bei 500 Euro, Sie profitieren 300 Euro Bonus und so weiter. Aha, und wie viel Bonus kann man maximal kriegen? Es kommt drauf an jetzt, mit wie viel Sie starten möchten. Weiß ich nicht. Haben Sie Erfahrung schon mit Trading? Nee, gar nicht. Gar nicht. Dann warum fängen Sie nicht an mit dem minimalen Betrag, das mal zu versuchen? Da wird die sagen, da kann man mit mehr Bonus kriegen. Auf jeden Fall. So mehr Sie investieren, so mehr bekommt Sie auch Bonus. Ja. Dass Sie auch keine Erfahrung haben, das ist ja überhaupt kein Problem, weil dazu bekommt Sie auch die Hilfe von uns, von den Plattformen, damit wir weiter traden können und Ihnen weiter zu helfen, um mehr zu profitieren. Ja. Mit wie viel möchten Sie starten? Weiß ich nicht. Sagen Sie eine Summe? Naja, wie viel Bonus kann man denn maximal kriegen? Es kommt drauf an, jetzt mit die Summe, die Sie investieren. So. Fragen Sie für eine Summe, ich kann Ihnen den Bonus sagen. Das ist ja schwierig. Dann nehme ich 256,25 €. Nochmal 200? 256,25 €. Nein, nein, diese Summe ist die gleiche im Bonus. 150 Euro. Achso, ich dachte, bei mehr Anteil kriege ich auch mehr Bonus. Ja, aber nicht mit 6 Euro. Mit 1000 Euro, 2000 und so weiter. Achso. Ja. Dann mache ich das so, wie Sie das sagen. Mit wie viel? Also damit 256 Euro. Okay, dann bestimmt haben Sie Online-Banking, oder? Ja. Möchten Sie mit Online-Banking zahlen? Kann ich machen. hartmut.schimmeldonner@gmx.de, korrekt? Ja. Wenn ich fragen dürfte, wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29 Jahre? Ja. Okay. Ich versende Ihnen gleich die Bankdaten. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Frau Neumann ist am Apparat. Mhm. Ich spreche mit Herrn Steinweger. Ja. Schön, Sie persönlich zu erreichen. Sie haben sich durch CryptoAid bei uns registriert. Möglich, ja. Ich möchte Sie persönlich herzlich willkommen heißen und doch nachfragen, ob Sie soweit alles verstanden haben. Was meinen Sie denn damit? Was soll ich denn verstanden haben? Wie das Ganze funktioniert. Ach so, nee, habe ich nicht. Haben Sie nicht. Bringen Sie Erfahrung mit Herrn Steinweger oder registrieren Sie sich zum ersten Mal für Online-Trading? Nee, ist das erste Mal. Das erste Mal, okay. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, halt einen Nebenverdienst daraus zu machen oder gutes Geld zu verdienen. Man hat die Möglichkeit, mit vier verschiedenen Basiswerten zu handeln. Mit Rohstoffen, Indizes, mit Aktien, mit Kryptowährungen und mit Währungen. Mhm. Man investiert das Geld, 250 Euro ist Mindestbetrag, mit dem man starten kann. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder automatisch zu handeln, also mit dem Software, oder manuell handeln. Was ist denn da besser? Also ich persönlich bevorzuge manuell Handel aus dem Grund, einen Menschen kann man ja immer fragen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Das heißt, weil wir lassen Sie da nicht alleine, Sie bekommen von unserer Seite aus professionelle Hilfe. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn da irgendwas schief laufen sollte, dann können Sie den Roboter nicht fragen, was jetzt passiert ist. Also. Deswegen würde ich Ihnen persönlich empfehlen, dass wenn Sie Ihr Konto aktivieren, halt ja jetzt 250 Euro investieren, dass Sie da manuell handeln. Sie bekommen von unserer Seite aus aber professionelle Unterstützung von einem Investmentberater. Dann haben Sie die Möglichkeit, entweder Ihnen das Konto zu überlassen. Er kann für Sie traden oder Sie können mit ihm gemeinsam traden, je nachdem, wie Sie dann auch zeitlich die Möglichkeit haben, sich dafür zu konzentrieren.
Der Investmentberater kümmert sich dann um Ihr Trading-Account und der macht das natürlich nicht, weil Sie ein guter Mann sind oder weil wir Sie kennen oder weil wir die Mutter Teresa sind, sondern wir machen das aus dem Grund, weil Sie und wir auf einem Win-Win-Konzept arbeiten. Das heißt, für jeden Gewinn, den Sie machen, verdienen wir auch dazu. Wie viel verdiene ich denn? Hängt jetzt ganz davon ab, wie mit Ihrem Trading-Account gearbeitet wird. Was machen Sie denn beruflich, Herr Steinfeger? Beruflich? Bin ich Haferflockenspalter. Und nun? Warum machen Sie denn Ihren Mikro... Oh? Hallo, schönen Tag. Mein Name ist der Schleck, ich bin auf Patenegele Vertrieb. Gero Steiner? Ja? Über persönliche Reise. Es geht um Preisanpassung wegen Strom- und Gasanschluss bei Ihnen. Was für ein Ding? Um Strom und Gas. Ach so. Ja, was damit? Beziehen Sie den Strom immer noch bei Ihren Grundversorger? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Es geht um den Stromanschluss. Sie möchten Ihnen jetzt in Ihrem Postleitzahlbereich Sie über die neue Preise wegen Strom informieren. Ja, aber irgendwie ist die Leitung schlecht. Ich verstehe Sie kaum. Haben Sie eine schlechte Verbindung, Herr Steiner? Ja, Sie haben eine schlechte Verbindung. Nee. Doch. Haben Sie den Kunden am Apparat? Ja, das spielt ja keine Rolle. Aber Sie haben ja die Verbindung aufgebaut und ich kann Sie nicht verstehen. Okay. Guten Tag. Ja, hallo. Spreche ich mit Herrn Steinfeger? Ja, Sean Steinfeger vom Apparat. Ja, Sean Steinfeger. Sie spielt Volker von Pharma Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben bei uns sich angemeldet, ja, per Onlinehandel. Ja, ja, ja. Wie bitte? Ja, ja, Was machen Sie? Wo sind Sie denn? Ist das ein Callcenter? Was? Nö. Sie rufen doch aus dem Goldcenter an. Wie bitte? Ich sag, Sie rufen doch aus dem Goldcenter an. Nicht ich. Nee. Sagen Sie bitte, sind Sie in der Währungsseite oder in der Hauptseite? Was meinen Sie? Sie haben Registrierung gemacht, gell, gerade mit unserer Werbung. Ich brauche wissen, sind Sie noch in der Werbungsseite oder schon in der Hauptseite? Ach so, na nee, da. Das hing irgendwie nicht weiter. Wie heißt denn die Machen Seite? Machen Sie ein Witz, oder? Wie heißt denn die Seite? Machen Sie ein Witz, oder? Wieso? Ist lustig. Herr Steinfeger, möchten Sie Geld investieren? Ja, na klar. Okay, wie viel Geld möchten Sie investieren? Na, da stand ja was von, hier, 250 Euro. Ja. Haben Sie schon entschieden, was für eine Zahlungsmethode benutzen Sie während dieser Einzahlung? Weiß ich nicht, was braucht man denn da? Zumindest, also Sie können mit Kreditkarte das machen, mit PayPal oder mit normales Konto. Achso, ja, Ja, welche benutzen Sie? Hab ich alles. Sie haben alles. Mit welcher Bank arbeiten Sie? Welche ist Ihre Hausbank? Achso, Sie meinen, bei welcher Bank ich angemeldet bin? Ich meine, welche Bankkonto haben Sie? Bei Sparkasse, Deutsche Bank, Postbank, Volksbank, Raiffeisen, Advantia, welche Bank haben Sie? Na hier, das mit der Volksbank. Volksbank, ja? Ja. Ist das ein ganz normales Bankkonto? Oder Girokonto? Wieso? Was ist denn dort der Unterschied? Ich brauche das Wissen. Da muss ich nachgucken, wie das Konto genau heißt. Ist das ein Girokonto? Na, so ein ganz normales Konto mit der Karte. Okay, haben Sie auch ein Online-Banking? Ja, sowas habe ich auch. Okay, haben Sie auch Computer dabei? Wie meinen Sie denn das? Wo soll ich denn dabei haben? Ich bin doch zu Hause. Muss ich doch nicht dabei haben. Sie haben nur ein Handy, ja? Nee. Ist das iPhone oder Android? Das ist so von mit dem Apfel. Mit dem Apfel, ach so. Machen Sie ein Witz, oder haben Sie nichts zu tun? Was meinen Sie denn? Sie sind volljährig, haben Sie keine Arbeit. Hä? Sie verschwenden Ihre Zeit. Sowieso, ich würde mein Gehalt kriegen, wissen Sie? Warum sind Sie so komisch? Du bist aber Dummkopf. Warum beleidigen Sie die Leute am Telefon? Warum verschwenden Sie Ihre Zeit? Mach ich doch gar nicht, ich hab mich doch bei Ihrer... Ja? Ich grüße Sie. Mein Name ist Oliver Huber von der Firma Erfolgreich FX. Hallo, schönen guten Nachmittag. Spreche ich mit Sean Steinfeger? Ja, Sean Steinfeger am Apparat. Ich grüße Sie. Sie haben sich registriert für den automatischen Handel in Krypto und Bitcoin. Hallo? Ja, was denn? Eben, Sie haben sich registriert für den automatischen Handel in Bitcoin und Krypto.
Ja, hab ich gemacht, glaube ich. Was? Ja, hab ich, glaube ich, gemacht. Ja, haben Sie Fragen dazu? Was soll ich denn fragen? Das ist meine Frage, ob Sie Fragen haben, oder kennen Sie sich aus in diesem Bereich? Und kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll mit dieser Information. Ja, eben darum rufe ich an. Sie haben sich ja registriert. Also das heißt, Sie haben Interesse am Handel in Bitcoin, richtig, und Krypto? Ja. Okay. Ich schicke Ihnen eine E-Mail zu. Schauen Sie sich das an und geben Sie Antwort per Mail. Okay? Und dann? Und dann melde ich mich wieder. Ach so, aber sprach Sie doch ja nicht dazu. Was? Ja, was sprach Sie da ja nicht dazu? Hallo? Schönen Tag? Ja? Ich spreche mit Herr Schauern. Schauern Steinfeger, ja? Herr Steinfeger, es geht um Onlinehandel. Ach so, Also, Sie werden unsere Zeit verschwenden, ja? Du bist was? Ein Arschloch, ja? Du hast Freizeit, ja? So viel und du hast schon Jahrelang fick deine Mutter, verschwende deine Zeit mit deiner Mutter. Ja, kann ich machen. Hallo? Ja? Hallo? Ja, guten Tag. Schneider und Apparat in Bitcoin. Sie haben 300 gespielt heute Morgen. Ja. Richtig. Kann ja, sein. Guten Tag, haben Sie zwei, drei Minuten? Ja, ich habe auch vielleicht 4,5. Yeah. Okay. Okay, gut. Kann ich da fragen, haben Sie ein bisschen Erfahrung mit... Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit der Frau Thomas. Ich spreche mit dem Sean Steinfeger. Sean Steinfeger hier, ja? Ja, hallo Herr Steinfeger. Die Frau Thomas hier. Ich habe gesehen, dass Sie sich angemeldet haben, um am Onlinehandel Geld zu verdienen. Ja. Genau, dann wollte ich gemeinsam mit Ihnen die Aktivierung durchführen und ihr auch da Ihre offenen Fragen beantworten. Mhm. Passt das Ihnen jetzt gerade? Ich habe Zeit. Wunderbar. Herr Schornsteinfeger, haben Sie denn bereits Erfahrung am Onlinehandel oder sind Sie neu? Nee, da bin ich ganz neu. Okay. Und Sie haben sich gedacht, die ganze Sache da zu starten? Weiß ich nicht. Ich habe mich da angemeldet und so. Okay. Mhm. Oh, okay. Machen Sie das? Haben Sie gerade die Aktivierung auf dem Handy gemacht oder am Rechner? Nee, am Computer. Am Computer. Wunderbar. Eine Sekunde. Schauen Sie mal, ich habe hier eine E-Mail-Adresse. Wo haben Sie die denn? Hallo? Jetzt sind Sie weg. Hallo? Ja? Ja, hallo, guten Tag. Martin Weber hier, sprich mit Steinfeger. Ja, Herr Steinfeger hier. Wer ist denn am Apparat? Wer ist denn da? Sprich mit dem Steinfeger, richtig? Ja, Herr Steinfeger hier. Ja, Sie haben sich bei uns registriert, Herr Scham. Nee, Herr Steinfeger. Ja, Herr Steinfeger. Sie haben sich bei uns registriert, richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wie? Haben wir es vergessen, oder wie jetzt? Nee, ich habe mich vorhin bei so einer Werbung registriert. Wenn es bei Ihnen ist, dann kann es ja sein. Aber ob das richtig ist, das müssen Sie mir ja sagen. Ganz genau, richtig. Also, das haben Sie nicht vergessen, genau. Also, Sie haben sich bei uns registriert auf einer Werbung, auf einer Webseite. Hm. Es geht davon bis zum Onlinehandel. Ja. Ja. Aber warum ich höre mich ja so als Doppel, warum? Weiß ich doch nicht, warum Sie sich doppelt hören. Ich habe eine Frage, Herr Steinfeger. Woher kommen Sie? Wie meinen Sie das? Woher kommen Sie aus Deutschland? Woher kommen Sie? Welche Stadt? Ach so, aus welcher Stadt? Ja, da bin ich aus Berlin. Okay. Mhm. Und was ist mit Ihrer Nummer? Wie bitte? Was ist mit Ihrer Nummer? Die 493941. Ja. Was ist das für eine Nummer? Das ist doch eine ganz normale Telefonnummer. Wie bitte? Ich sage, das ist meine ganz normale Telefonnummer. Was ist damit? Okay. Funktioniert die nicht? Ja, schönen Tag.
spreche ich mit dem Schornsteinfeger. Schornsteinfeger, ja? Ja, ja, mit dem Schornsteinfeger, ja. Kann ich Sie denken auch, jeder Callcenter-Mitarbeiter ist der absolut dümmste Mensch, oder? Nö, nicht jeder Callcenter-Mitarbeiter, aber die Betrüger schon. Da sind die meisten schon die absolut dümmsten Menschen der Welt. Na, ich weiß ja nicht so, wie Sie darauf kommen, dass wirklich jeder irgendwie ein Betrüger sein soll, der Sie anruft. Nö, nicht jeder, aber du zum Beispiel. Ich zum Beispiel, ja? Ja. Du weißt doch gar nicht, weswegen ich dich anrufe, oder? Doch, wegen Bitcoin-Scheiße. Nee, eben nicht. Na, weswegen denn dann? Ich möchte dir einen Staubsauger verkaufen. Na dann los, verkauf mal einen Staubsauger. brauchst du denn überhaupt einen Staubsauger? Jeder braucht doch einen Staubsauger. Na, hast du keinen zu Hause? Na doch. Doch? Vielleicht kann ich dich ja überzeugen, dass ich einen besseren Staubsauger habe. Na, dann weiß ich nicht, wie du gegen ein Vorwerk ankommen möchtest, aber kannst du mal probieren. Es wäre natürlich übelst geil, ja, wenn du irgendwie so ein YouTuber wärst und so und die Stars, aber das Ding ist so, nicht jeder ist wirklich dumm und nicht jeder ist auf den Kopf gefallen und nicht jeder ruft an, um dir was zu verkaufen, verstehst du? Ach so. Weil ich ruf dich gerade an und sehe deinen Namen. Ich wollte eigentlich nur eine Umfrage. Na, dann frag mal. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich frag doch niemanden, der mich verarschen will. Ach so. Ja, das interessiert mich ja dann nicht. Weil ich will ja die Antworten von einem richtigen Menschen und nicht von irgendeinem Schornsteinfeger. Ach so. Na? Also, auf ein gutes neues Mal. So, hoffentlich gelingt es dir beim nächsten Mal. Weil es gibt bestimmt, ich glaube schon, dass auch Leute drauf eingefallen werden, aber. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg und. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Oh? Spreche ich mit der Blasent? Ja. Ich grüße Sie, ich bin der Simon. Ich melde mich von Investing Academy, vom Bitcoin System, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben. Aha. Achso, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel bitte? So ein bisschen. Achso, okay. Und haben Sie... Hallo? Ja. Guten Tag, ich heiße Jack. Und ich hoffe, Sie von automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Aha. Hallo? Ja. Also, ich habe ein anderes Konto eröffnet bei uns. Habe ich das, ja. Wie heißt denn die Seite? So, Sie sind gerade online auf unserer Seite. Nee. Okay, schönen Tag noch. Hä, was denn? Ich würde erstmal gerne wissen, welche Seite. Hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steinfeger, hallo. Ja. Erwin ist am Apparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben sich angemeldet, ja? Mhm. Ja, und? Möchten Sie Ihren Handel beginnen? Ja, habe ich doch schon. Wie bitte? Hab ich doch schon. Was haben Sie schon? Ich habe mit dem Handel angefangen. Okay. Sie haben schon eine Aktivierung gemacht, meinen Sie? Ja. Okay, sehr gut. Ich wünsche Ihnen noch Sonntag. Tschüss. Ja, winke, winke, Betrüger. Du bist Betrüger. Mhm, Betrüger. Betrüger. Ja, Krimineller. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit Sie aus Tellerrand. Ja. Grüße Sie, Herr Tellerrand. Mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie schon interessiert haben für Online-Handel. Man versteht Sie kaum. Jetzt besser? Naja, auch nicht wirklich. Mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben für Online-Handelssystem, Herr Tellerrand. Ach so, Genau, das ist der Grund meines Anrufs. Ich wollte einmal die Daten abgleichen. Falls Sie Fragen haben, die beantworten und dementsprechend zu gucken, ob wir weitergehen können. Aha. Haben Sie Zeit? Ja. Okay. Klaus ist der Vorname? Ja. Und Tellerrand ist der Nachname? Ja. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Wozu brauchen Sie das? Sie müssen über 18 Jahre alt sein. Ja, das bin ich. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Na, über 18 Jahre alt. Okay. Und wie alt, wenn ich fragen darf? Na, über 18 Jahre, haben Sie doch gesagt. Sie müssen doch nur wissen, ob ich über 18 Jahre alt bin. Und das bin ich. Okay. Ja. Sie wissen schon, dass wenn Sie bei uns starten, wir ein Verifizierungsdokument brauchen. Das heißt, Führerschein oder Personalausweis. Ja. Na, das kann man ja dann über dieses Postident machen. Das ist ja dann okay. Aber ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und ich muss das hier eintragen. Ja, wie ist denn die App für das Postident? Was meinen Sie mit Postident? Na, für eine sichere Zertifizierung braucht man doch eine App. Normalerweise die Einladung dauert 5 Minuten. Herr Tellerrand, bei Ihnen ist es ein wenig laut. Sind Sie gerade nicht zu Hause? Doch, ich bin zu Hause. Bei euch ist lauter. Im Hintergrund schreit einer rum. Aha. Okay, dann Sie können mir einfach die Nummer der Karte sagen. Ich kann das bei uns nicht übernehmen. Okay, einen Moment bitte, ich bin gleich für Sie da, ich schalte Sie ganz kurz auf Stumm. So, Herr Tellerrand, vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Ich habe mit der Finanzabteilung gesprochen und Sie haben gesagt, dass ich muss also wissen, wie alt Sie sind, bevor wir eine Zahlung machen, wissen Sie? Wir müssen wissen, wie alt Sie sind, damit wir das einmal hören. Ja, da kann ich Ihnen doch alles erzählen. Also da reicht doch aus, wenn ich sage, ich bin über 18, macht doch gar keinen Sinn. Da kann ich Ihnen doch jetzt sagen, ich bin am 17.08.1943 geboren und das können Sie doch eh nicht nachprüfen. Doch, wenn wir Ihr Verifizierungsdokument haben, dann schon. Ja, dann reicht doch, wenn wir das dann bei der Verifizierung nachher mitmachen. Okay, haben Sie Erfahrung in dem Bereich? Nö. Keine Erfahrung. Wollen Sie unsere automatische Software nutzen? Weiß ich nicht, ob ich das will. Das wird sich dann rausstellen. Okay, und mit welchem Betrag möchten Sie starten, Herr Tellerrand? Mit 25 Euro. Mit 25 Euro? Ja. Sie wollen mit 25 Euro starten? Ja. Okay. Aber das ist nicht möglich, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja, aber dann brauchen Sie mich doch nicht fragen, wie viel ich will, wenn Sie dann sagen, das geht nicht. Macht ja dann Ihre Frage überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Sie können aber auch 300 sagen. Ja, aber wenn Sie die Frage stellen, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass man weniger sagt, als Sie sich vorgestellt haben. Okay. Also möchten Sie mit 25 Euro starten? Genau. Okay. Und Sie haben keine 250 Euro? Das habe ich nicht gesagt. Okay, aber ich sage Ihnen, dass das nicht möglich ist mit 250 Euro. Ist nicht möglich. Wissen mit Sie 250 was? Euro. Ach so. Ich gebe Ihnen gleich meinen Teamleiter. Ja. Ja? Mit dem können Sie dann sprechen. Oder der wird sich dann in kurzer Zeit bei Ihnen melden. Okay? Dann geben Sie mich mal weiter. Ja. Hallo? Können Sie mich hören, bitte? Ja. Danny Behm hier, von Cryptix. Aha. Da, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben, richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wie bitte? Weiß ich gar nicht, ob das richtig ist. Also, Sie sind die Frau Luise Ablasen. Ja, Herr Luise, Herr Luis. Herr? Ah, Sie sind ein Mann. Ja, steht ja auch da, Luis. Ah, okay. Also, ich dachte, das sind also Frauen, okay. Sie haben eine Anmeldung gemacht um 13.30 Uhr, also vor eineinhalb Stunden. Richtig? Wenn Sie das sagen, kann das schon hinkommen, ja. Nochmal bitte? Ich sage, wenn Sie das sagen, dann kann das schon hinkommen. Also haben Sie Ihr Handy Lautsprecher erstellt? Ja. Also dann, wie ist Ihre Meinung? Haben Sie Interesse daran oder haben Sie kein Interesse? An was denn? Also über Bitcoin dazu handeln. Ja, weiß ich noch nicht.
Okay. Dann schönen Tag noch. Steiner? So. Ja, hallo, grüß Gott, Herr Steiner. Mein Name ist Petra Müller. Ich rufe Sie an aus Bitcoin-Konto, aus Bitcoin-Trade. Haben Sie ein Online-Handelskonto erstellt? Was für ein Ding? Online-Handelskonto. Ich hole meine Stimme wieder zurück. Können Sie ein bisschen... Ja, nun? Hallo. Ja, hallo. Ich hole Sie sehr schlecht, weil ich hole ganz fest meine Stimme zurück. Ach so. Kann ich auch nicht ändern. Okay. Ach, das ist wieder gleich. Okay. Ich rufe Sie an wegen Kontoaktivation, Herr Steiner. So. Sie haben ein Online-Handelskonto erstellt. Sie sind auch jetzt gerade online. Deswegen ich rufe Sie an. Müssen Sie das Konto aktivieren? Ja. Aber es ist zu schwer für mich, mit Ihnen zu sprechen, weil Ihre Stimme höre ich dir ganz, ganz schlecht und ich höre meine Stimme nur. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Okay, stimmt, das ist nicht das Problem. Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Wieso brauchen Sie das? Wie bitte? Wieso brauchen Sie das? Wir haben jetzt gerade gesprochen, wegen Kontoaktivation. Ja. Vollständige Kontoaktivation. Ich brauche einige Daten von Ihnen. Diese Standardfragen. Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Beruf? Haben Sie Erfahrung und so weiter? Ja, ich bin über 18, ich habe Erfahrung und außerdem arbeite ich. Wie alt sind Sie? Ja, über 18. Über 18? Ja. Über 18 oder über 80? Nee, über 18. 18, okay. Hallo? 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 Ja? Ja, guten Tag. Links am Telefon. Spreche ich den Kaktusein? Ja, Herr Kaktusein. Ja, Sie haben sich angemeldet, ein Handelskonto zu aktivieren. Ist das richtig? Mhm. Sind Sie volljährig? Ja. Wie jung sind Sie denn? 3-1. Und Sie? Sie haben auch nichts Besseres zu tun. Was denn? 5-2. Spaß zu machen. Wir wissen, wer Sie sind. Ja, wer bin ich denn? Ein Kackvogel. Schönen Tag noch. Okay. Ja, und Sie sind eine Betrügerin. Hallo, guten Tag. Dr. Bautermann? Ja. Hallo. Bitte? Hallo. Guten Tag, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Ja. Wie geht's Ihnen heute? Prima. Hallo. Ja. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, richtig? Ja, kann sein, ja. Wie heißt denn die Seite? Stock.cc. Ach ja, das mit dem Stock. Ja, und? Okay, und jetzt, ich bin Ihre Kontomanager und ich kann Sie assistieren, mit der Handel zu beginnen. Aha. Okay? Ja, ja. Haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihre Konto zu aktivieren? Was hat denn da gepiept? Ja? Ja, hallo, spreche ich mit Herrn Steiner. Ja und? Was denn? Scheint das Interesse nicht so groß gewesen zu sein. Peppi, ich höre nichts mehr. Hallo. Ja, jetzt höre ich wieder was. Also die Verbindung ist sehr schlecht, ich kann nicht gut hören, ich entschuldige Sie. Sie entschuldigen mich ja, okay, aber ich kann gut hören. Leider kann ich nicht. Nee, sind Sie schwerhörig? Soll ich ein bisschen lauter sprechen? Hallo, guten Tag, Herr Schimmeldöhler. Ja, guten Tag. Herr Schimmeldöhler, mit Ihnen spricht Manuel aus Handelsplattform. Hören Sie mich? Ja. Also, Sie haben heute registriert für Handel, ne? Ja, habe ich. Genau. Also,
Ich bin Ihr Kundenberater, deshalb bin ich da, Ihnen weiter Informationen geben und helfen, ja? So, aber Sie können ja scheinbar nicht mal mit Ihr Telefon umgehen. Mit welchen Kollegen? Nee, Sie können ja nicht mal mit Ihrem Telefon umgehen. Wie bitte? Ich sagte, Sie können doch noch nicht mal mit Ihrem Telefon umgehen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, mein Name von der Firma Agentur für Energieberatung. Spreche ich mit dem Herrn Gerold Steiner? Perfekt, wir haben Ihnen versprochen gehabt, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Da haben wir jetzt auch grünes Licht. Deshalb schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir Gutes für Sie tun dürfen. Und zwar, Herr Steiner, die Postleitzahl ist die 12055 in Berlin. Ist das so richtig? Ja, aber da müssen Sie morgen nochmal anrufen. Warum morgen? Weil mein Telefonakku gleich leer ist. Okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Hallo. Guten Tag. Mhm. Spreche ich mit Herrn Luis Onus? Das ist mein Vorname. Hallo. Ja, was denn? Ja, Erwin ist am Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Erwin und weiter? Es geht um Onlinehandel. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, wie heißen Sie denn? Sie können Ihren Handel beginnen. Wie bitte? Ich habe gefragt, wie Sie heißen. Ich noch einmal, ich habe nicht verstanden. Ja, Ihr Name? Ich heiße Erwin Schulze. Aha, okay. Genau. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Was denn für ein Konto? Bitcoin. Es geht um Bitcoin. Haben Sie Interesse? Weiß ich nicht. Ja, Sie haben sich angemeldet, Herr. Und da rufen Sie an. Bitte? Und warum rufen Sie an? Um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Das kann man nicht alleine, oder wie? Nein, ich muss Ihre Registrierung auch Ihr Konto von meiner Seite bestätigen, damit Sie während Ihrer Handel beginnen. Aber ich habe Ihnen ja gar nicht erlaubt, mich anzurufen. Herr, haben Sie Interesse oder nein? Ja, nicht an illegalen Werber anrufen. Hallo, Herr Scher? Ja, Herrscher. Wissen Sie, wer ich bin? Nee. Wir haben doch heute gesprochen. Kann sein. Marco Kowalewski. Weiß ich nicht. Sie wissen sie nicht. Ja, sie rufen so viele an. Ach so. Also, Sie wissen ja schon, ich habe Ihnen gesagt, sind Sie vom Computer, Sie haben etwas Zwiebel gesagt oder keine Ahnung. Ach ja, da haben Sie dann einfach aufgelegt, ja. Genau, also, ich mache mir keinen Spaß, sondern ich will mit Sie zusammenarbeiten. Aha. Und warum rufen Sie denn dann nochmal an, wenn Sie einfach auflegen? Macht ja gar keinen Sinn. Weil ich war ja sauer. Weil ich Ihnen die korrekte Antwort gegeben habe. Was für eine Antwort? Sie haben mich gefragt, welchen Browser ich benutze und ich habe gesagt, den mit der Zwiebel. Und das ist tatsächlich wahr. Das nennt man Tor-Browser. Okay, dann öffnen Sie das kurz? Nö. Warum? Weil ich jetzt keinen Bock mehr habe. Bock? Ja. Warum sind Sie jetzt so negativ orientiert? Na, weil Sie aufgelegt haben. Kann ja nicht seriös sein. Wer ist nicht seriös? Na Sie, Sie haben ja einfach aufgelegt. Sowas ist ja nicht seriös. Und dann? Das heißt, dass wir nicht seriös sind? Das heißt, ich werde mit Ihnen definitiv nicht zusammenarbeiten, richtig. Haben Sie verkackt quasi. Ja, aber Sie haben doch mit mir Eier gespielt. Nö. Doch. Und wie bleiben wir jetzt? Ja, weiß ich nicht. Wir können ja weiter telefonieren, dann kommt der Rest auch noch auf YouTube, ist mir ja egal. Machen Sie, sind Sie ein YouTuber? Natürlich. Echt? Machen Sie mit mir auch ein Video? Ja, man nennt das Audioaufzeichnung, ja, und daraus produziere ich dann ein Video, ja. Ja, okay, wie heißen Sie auf YouTube, wenn ich fragen darf? Das verrate ich nicht. Ja, bitte, ich will das nur schauen. Nee, das machen wir nicht. Jetzt zeigen Sie doch, seien Sie ein Mann. Das hat ja damit nichts zu tun. Ja, ich will doch sehen, wer Sie sind und was Sie machen. Callcenter-Fan. Warten Sie kurz. Also, wie ist Ihr YouTube-Channel? Na, Callcenter-Fan. Nur, wie bitte? Callcenter-Fan. Also, Callcenter. Und dann? F-U-N. Funny. Nee, Fan. Nur Fan, nicht Funny. Okay, wie schreibt das Namen?
Ja, wie man Callcenter schreibt, solltest du ja wohl wissen. Und fand er auch. F, O, wie Ulrich, N. Hm. Okay. Aber der sind ihn doch nicht. Nee? Genau. Hören Sie mich? Ja. Wie also Ihre YouTube-Channel heißt Callcenter von. Mhm. Okay. Sehr gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, winke, winke. Hallo? Ich spreche mit dem Herr Karl. Mit wem? Mit dem Herr Karl. Was? Sie sind Herr Karl. Das ist mein Vorname. Ja, weiß ich. Und mit wem möchten Sie sprechen? Mit dem Herr Karl. Klaubauterbach. Klaubauterbach ist mein Name, richtig. Ja, grüß dir. Grüß dir, hallo. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Was? Wie geht es Ihnen? Alles gut? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Ah, Sie wollen mich verarschen jetzt? Nee, Sie rufen doch bei mir an. Ich hab doch noch auf Ihre Frage geantwortet. Auf die komische Frage, die ich schon kennengelernt habe. Komische Frage. Ja. Komische Frage, wenn... Niemand ruft an und fragt Ihnen, wie geht es Ihnen? Ja, irgendwie ist das komisch. Das ist komisch. Ja. Das ist komisch. Ja. Okay, die Anmeldung, die Sie gemacht haben in Online-Market, erinnern Sie? Was denn für eine Anmeldung? Die Anmeldung, dass deine Mutter einen Puff gemacht hat. Geht's Ihnen irgendwie nicht gut? Sie sind zu laut. Ja? Mhm. Ich spreche Sie durch? Ja, und Sie? Ja, ich bin Ihre Kontrollbetreuerin vom Finanzmarkt. Sie haben sich angemeldet, ja, im Onlinehandel. Ach so, Ja? Hallo? Ja. Was denn? Jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, ja? Aha, da brauche ich Hilfe. Okay. Warum? Bitte? Warum brauche ich denn da Hilfe? Sagen Sie mir bitte, wie viel Geld möchten Sie zuerst investieren? Ja, weiß ich nicht. Wollen Sie nicht erstmal Ihre Firma irgendwie vorstellen und so? Bevor wir zum... Bitte? Ja, wollen Sie nicht erstmal Ihre Firma vorstellen und so sagen, was Sie so machen und so? Ja, unsere Firma arbeitet schon lange und Sie haben also richtige Entscheidung getroffen, mit unserer Firma zu arbeiten. Jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, ja? Na, aber wollen Sie mir nicht erstmal irgendwas über Ihre Firma erzählen? Ich weiß ja gar nichts über Ihre Firma. Warum brauchen Sie diese Informationen? Naja, wenn ich um Geld... Das ist nicht seriös. Das ist nicht seriös, dass ich mich informieren möchte, wo ich mein Geld reinstecke. Nur Sie haben ja eine interessante Auffassung. Aber Sie sind nicht unser Kunde. Ja, aber... Ja, aber ich muss ja trotzdem vorher wissen... Sie können Investitionen machen und dann kann ich alle Informationen geben Ihnen. Ach so, also ich soll erst Geld einzahlen und dann kriege ich Informationen. Ja. Das klingt nach Betrug. Sie sind nicht unser Kunde und ich weiß nicht, warum fragen Sie darüber. Ja, aber das klingt nach Betrug, wenn ich vorher keine Informationen kriegen darf. Nach Betrug? Aha. Ja. Klingt ich nach denke, Betrug. Sie sind Betrug, ja? Ja, okay. Okay. Prima. Okay, wiederhören. Ja, tschüss, Betrüger. Ja, Betrüger. Tschüss, Betrüger, ja? Ja, Betrüger. Sie sind Betrüger, Sie sind. Sie sind eine Kriminelle. Ja, Sie sind. Sie sind kriminell. Hallo, guten Tag, Herr Stein. Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Nowakowski und ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma. Lageberatung? Ja, es geht über Finanzmarkt. Sind Sie bekannt? Mhm. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie etwas gehört? Nee, ich habe bis jetzt noch keine Lage beraten. So, Sie haben niemals gehandelt. Nee. Okay, Sie haben... deswegen habe ich Ihnen angerufen, weiter Informationen über Finanzmarkt zu teilen, sowohl die Gelegenheit, die Neuigkeiten, und dafür haben wir auch die Finanzexperten, dass sie haben Studium über Finanzmarkt gemacht und sie analysieren den ganzen Tag Finanzmarkt. So, alles, was ich mit Ihnen will, ist nur ein bisschen Zeit, damit Sie unsere Arbeit sehen, hören können. Hallo, sind Sie noch da, Herr Stein? Ja. So, sind Sie nach Hause momentan? Ja. Okay, und wann sind Sie beruflich, wenn ich frage darf? Dürfen Sie nicht fragen. Hallo? Ja. Ja, hier ist am Apparat Sebastian Kraus. Das geht auf Ihre Handelskonto. Was für ein Ding? Handelskonto, online kaufen, online verkaufen.
Aha. Weil sind Sie schon bei uns angemeldet? Bei unserer Website? Hier. Wie möchten Sie denn sprechen? Labusch. Ja. Dann weiter. Und, so, sind Sie schon bei uns angemeldet? Jetzt müssen wir nur ein Online-Handelskonto aktivieren und damit anfangen mit Online-Trading. Benutzen Sie jetzt einen Computer oder Laptop? Gerade nicht. Gerade nicht? Ja, okay. Morgen, wann sind Sie erreichbar? Was? Morgen. Das machen wir das morgen. Wie? Verstehe ich nicht. Lassen wir das morgen. Ich hab Sie doch. Ich hab Sie doch jetzt am Telefon, oder nicht? Achso, Sie haben jetzt ein Telefon. Na, ich telefoniere ja mit Ihnen, ja. Ja, was ist das für ein Telefon? Das ist ein Gigaset SL 930. Wie bitte nochmal? Ein Gigaset SL 930. Was ist das für ein Handy? Gar keins. Festnetz. Das ist Android oder Apple? Was? Was ist das, Android? Ein Gigaset. Was haben Sie auch? Ein Gigaset? Ja. Was ist das für ein Handy? Na, gar keins. Ist ein Festnetz. Mhm. Ja, okay. Versuchen wir mit diesem Handy. Da geht kein Internet. Okay, versuchen wir das morgen dann. Na, da geht auch morgen kein Internet. Okay, wann haben Sie Internet? Na, immer. Aber auf dem... Na, immer, aber auf meinem Festnetztelefon geht doch kein Internet. Ja. Ach so, wie machen wir jetzt? Haben Sie gehört von einem Programm Anydesk? Nee, was ist denn das? Das ist ein Programm, ich helfe Sie von meiner Seite, ein Online-Handelskonto aktivieren. Wenn Sie möchten, sind Sie jetzt vom Computer gleich? Dann muss weil ich den das anschalten. Ja, ich würde das, machen wir das schneller. Ne? Und das soll ich buchstabieren, ja. Die Anydesk-Programm. Erstmal muss ich ja meinen Computer anmachen. Ja, machen Sie einen Computer. Hm. Computer ist schon an? Na, der fährt jetzt hoch. Wie bitte? Der fährt jetzt hoch. Okay. Computer ist schon an? Nee. Wie bitte? Nee, also ja, aber noch nicht fertig. Mhm, ja, okay, warten wir. Sind Sie fertig? Womit? Ja. Womit denn? Mein Computer fährt doch gerade hoch. Okay. Wie weit sind Sie? Steht 14%. Macht gerade Updates. Macht gerade Updates? Hm. Was machen Sie jetzt? Was meinen Sie? Was machen Sie jetzt? Na, auf die Updates warten. Ja? Ja. Okay, darf ich schon kurz fragen, sind Sie vielleicht ein YouTuber? Was? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Nee, wieso? Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, alles klar. Ich melde mich wieder morgen bei euch, ne? Weil haben wir gar keine Zeit jetzt. Okay? Wann denn? Sie bitte? Wann rufen Sie denn morgen nochmal an? Morgen um wie viel Uhr sind Sie erreichbar? Das ist kein Problem. Machen wir Spaß. Na so. Das ist auch Ihre Job. Machen wir einfach eine gute. Was denn? Hallo? Okay, alles klar. Tschüss, bis morgen, ne? Na, wann rufen Sie denn morgen ungefähr an? Um 12 Uhr, passt? Um 12, ja, da habe ich ausgeschlafen. Ja. Ja, okay, alles klar. Tüdelün. Tschüss, bis 12 Uhr. Ja. Hallo. Was denn? Den im Hintergrund kenne ich. Ja. Da spricht jemand nicht gerne. Hallo Hartmut? Ja. Hallo, guten Tag, es ist George von Stocks DC mit der Bitcoin System anrufen. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Ich rufe Sie an, weil Sie ein Konto bei uns eröffnet haben und mit unserem System Geld verdienen möchten, richtig? Haben Sie gut vorgelesen, ja. Sehr gut, sehr gut.
Okay, so ich bin hier, um Sie mit allen nötigen Informationen zu versorgen und Ihnen beim Einstieg zu helfen, okay? Mhm. Sag mir, ist das dein erstes Mal auf dem Markt? Mhm. Nö. Und Sie sind hier, um es auszuprobieren, ja? Was? Hey, da liegt der Fall ist, werden wir es von Ihnen beantragten vollautomatischen System zu ordnen. Es wird den gesamten Handel für Sie erledigen und Ihre einzige Aufgabe besteht darin, von Zeit zu Zeit online zu gehen, damit Sie Ihre Gewinne überprüfen können. Das System ist sehr effizient und arbeitet mit einer sehr hohen Erfolgsrate. Okay? Also ist das kostenlos, wenn ich da mehr gar nicht machen muss, als meine Gewinne zu prüfen. Da muss ich also nichts einzahlen. Sie haben kein Interesse? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Aber gesagt, hört sich doch gut an, wenn du sagst, das ist kostenlos und ich muss da nichts einzahlen. Das ist doch eine super Idee, dann mache ich da auf jeden Fall mit. Es tut mir leid, aber mein Deutsch ist nicht sehr gut. Sprechen Sie Englisch? Nee, und warum rufst du mich dann an, wenn du kein Deutsch kannst? Weil das ja dann auf jeden Fall dreist und wirkt auf jeden Fall nicht seriös. So was machen nur unseriöse, illegale Betrügerfirmen. Es ist noch illegal, eh? Okay? Was? Okay, Hartmut, hören Sie mich. Ja, ich höre dich die ganze Zeit, aber du kapierst ja nicht, was ich sage. Du redest ja nur im heißen Brei rum, liest da irgendeinen Scheiß ab, aber so richtig antworten tust du ja nicht. Wir verdienen Geld, wann immer Sie Geld verdienen. Deshalb möchten wir, dass Sie so erfolgreich wie möglich sind. Damit ja, genau. Und warum machst du das denn nicht alleine und steckst da dein eigenes Geld nicht rein? Kein Problem, danke, tschüss. Ja, Betrüger. Hallo? Ja. Eike. Hallo. Ja, was denn? Guten Tag, ich heiße Jack und ich rufe Sie von automatisiert Bitcoin Tem. Wie geht's Ihnen heute? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, ja? Ja. Vielleicht. Okay, wie heißt denn die Seite? Wie bitte? Na, wie heißt denn die Seite? Stoß.dt. Ach so, das mit dem Stöckchen, ja. Hm? Ja. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren jetzt? Jetzt sofort? Ja, genau. Wie macht man das? Haben Sie eine Visa oder Mastercard? Sowas habe ich, ja. Welche Karte haben Sie? Beide. Eine Visa oder Mastercard? Hallo? Hallo? Ja. Welche Karte haben Sie? Eine Visa oder eine Mastercard? Ja, die habe ich. Ja, welche Karte haben Sie? Na, beide. Okay, mit welcher Bank benutzen Sie in Deutschland? Das ist doch egal, man kann doch mit jeder Bank überweisen. Wie bitte? Ich sage, das ist doch egal, man kann doch mit jeder Bank überweisen. Es kommt ja nicht auf die Bank drauf an. Ja, ich frage Sie, was ist Ihre Bank? Ja, habe ich nicht im Kopf. Okay, schönen Tag noch. Wieso? Was denn? Wer ist denn da? Kuckuck. Ja, guten Tag, Herr Scher. Ja, Herr Scher. Grüße Sie. Ich bin Marco Kowalewski am Apparat von Unternehmen EU Option. Ich hoffe, Sie können uns noch zuordnen. Nee, gar nicht. Nee, gar nichts. Okay, kein Problem. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Ja, Sie wissen ja schon, es geht ja um Online-Trading, Online-Handel. Ich wollte Sie weiter informieren, weiterhelfen, wie das Ganze funktioniert. Also, und inzwischen, Sie werden ja auch von unserer Seite einen Bonus bekommen von 100%. Ein Broker, der für Sie das Ganze verwalten kann. Also, das heißt praktisch, Sie haben ja die Möglichkeit, uns austesten, 2 bis 4 Wochen, nur mit dem Bonus und nicht mit Ihrem eingezahlten Geld. Folgen Sie mir. Wohin denn? Wie bitte? Wohin soll ich Ihnen denn folgen? Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Haben Sie mich verfolgt? Ich sehe Sie ja nicht. Wie soll ich Ihnen denn folgen? Ja, wir reden doch über Trading-Share. Was ist mit Ihnen los jetzt? Ja, wir reden, aber kann ich Sie ja nicht sehen dabei. Wie bitte? Ja, wenn Sie sagen, ich soll Ihnen folgen, dazu muss ich Sie doch sehen.
Herr Scher, ich wollte Sie weiterhelfen, damit wir kurz das Konto aktivieren können. Sind Sie gerade vielleicht vorne Ihrem Computer? Nee, am Computer bin ich jetzt gerade nicht. Okay, sind Sie in der Nähe von Ihrem Computer? Ja, so Luftlinie vielleicht 4,80 oder so 4,8, ja, denke ich mal. Okay, gehen Sie gut dann von Ihrem Computer. Sind Sie da? Ja. Okay. Sobald Sie von Ihrem Computer sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Na, bin ich doch. Okay. Haben Sie auf Ihrem Computer ein Programm wie Anydesk? Was für ein Programm? Anydesk. Kenn ich nicht. Oder TeamViewer? Kenn ich auch nicht. Okay, dann sage ich Ihnen die Webseite. Aha. Okay. Also gehen Sie auf Google oder was benutzen Sie jetzt? Ich weiß nicht. Wie, auf Google kann man doch nicht gehen. Google kann man nur aufmachen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie benutzen. Benutzen Sie vielleicht Google Chrome oder Safari? Nee. Was benutzen Sie? Sie meinen das Internetfenster, was ich da habe? Ganz genau. Das heißt, das ist, glaube ich, so eine Zwiebel. Du Hurensohn. Haben Sie eine Macke? Hallo? Hallo. Ja? Guten Tag, Claudius. Guten Tag. Ich bin mal Prat von SES und das Bitcoin-Handel. Ich sehe das, ich habe sich bei uns registriert. Ja? Also man hat Sie jetzt gar nicht verstanden. Das Mikrofon ist, glaube ich, zu nah am Mund. Ja. Sie haben sich für unsere automatische System registriert. Ja. Wer sind Sie denn? Ja. Ich heiße Chris. Ich bin Ihr Kontomanager. Und wie ist Ihr voller Name? Ihr Name wird ja wohl nicht sein Chris, Ihr Kontomanager. Chris Turner. Turner. Also wie Tina Turner. Turner, ja. Die mit den großen Möpsen. Ja. Ah, okay. Ja, und genau. Wie heißt das Firma? Okay. StocksDC. StocksDC.com. Ah, das mit dem Stöckchen. Okay, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Natürlich. Okay, welche Karte haben Sie? Visa oder Mastercard? Die habe ich beide. Okay, welche Karte möchten Sie verwenden? Ich würde beide nehmen, also von der einen die Hälfte so und von der anderen die Hälfte so. Okay, schauen Sie nach die Karte und sagen Sie mir, was ist das Ablaufdatum? Von welcher Karte denn? Mastercard, von der Mastercard. Ja, da muss ich aber erstmal eine holen. Aber wollen Sie mir nicht ein bisschen was über Ihre Firma erstmal erzählen, was die so macht und was die so kann und was man davon hat? Okay, ich schicke Ihnen eine E-Mail mit all den Anweisungen. Vielen Dank. Nee, ich kann ja keine E-Mail aufmachen. Schönen guten Tag. Ich spreche mit Herr Lori Joris, ja? Nee, knusprig. Also, ich bekomme Nachricht, dass Sie haben Interesse mit Online Bitcoin-Handlung, ja? Ja, also Sie sind angemeldet vielleicht und Sie haben vielleicht unsere Werbung gesehen und dann sind Sie mir angemeldet, ja? Ja, weil die Seite komisch war. Bitte? Weil die Seite komisch war. Komisch? Sie sind komisch. Ich bin komisch. Haben Sie eine Macke oder was? Sie rufen bei mir an, beleidigen? Sehr schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin gerade mit einem Bus verbremst worden. Ich verstehe leider überhaupt nichts. Was verstehen Sie nicht, bitte? Wen möchten Sie sprechen? Mit Herrn Gustav. Das ist ja nicht der komplette Name. Okay, so ich habe einen Namen hier. Gustav Rentorte. Richtig. Und Sie sprechen mich nicht mit Gustav an, sondern mit Herrn Rentorte. Okay, aber ich möchte mit Herrn Gustav sprechen. Ja, mit dem, den werde ich Ihnen nicht geben. Das gibt hier nur den Herrn Rentorte für Sie. Warum? Weil das unhöflich ist. Okay, so er hat eine Anmeldung bei uns gemacht, deswegen habe ich ihn angerufen und hat diese Nummer gelassen. Wissen Sie, dass Ihr Deutsch klingt, wie als wäre es gerade frisch aus dem Mülleimer gekommen? So, ich rufe Ihnen wegen einer Anmeldung. Haben Sie mich verstanden? Na so, semi. Wie bitte? Ja, genau. Sprechen Sie mit mir, oder? Ja. Okay,
weil ich habe Ihnen gesagt, ich rufe Ihnen wegen einer Anmeldung. Das ist eine Anmeldung an online. Wow, toll, habe ich etwas gewonnen? Was habe ich denn gewonnen? Was gibt's denn für Preise? Bitte. Habe ich was gewonnen? Ich was ist denn der Preis? Sie haben so was ist denn der Preis? Was ist denn der Preis? Was habe ich denn gewonnen? Was habe ich denn gewonnen? Eine Scheiße haben Sie gewonnen. Oh, wow! Essen Sie bitte. Wow! Hallo, sprich mit der Ex-Küche? Hallo, sprich mit Herr Ricardo? Ja, exquisit. Petra Klein ist mein Name. Schon Sie am Apparat haben. Können Sie mich hören? Ja. Gerade so, die Musik übertönt Sie aber fast. Ja. Ich rufe Sie wegen der Anmeldung an. Ja, es geht um Online-Handel. Erinnern Sie sich? Nee. Sie haben eine Anmeldung über uns gemacht. Es geht um Online-Handel. Aha, wann denn? Das haben Sie am 25. gemacht. 25. denn was denn? Februar. Ach so. Genau, richtig. Ja. Das heißt, Sie brauchen jetzt Ihr Handelskonto zu aktivieren. Was? Ja, das heißt, haben Sie Interesse überhaupt, Ihr Konto zu aktivieren, damit Sie dann Geld verdienen können? Ja, ich weiß ja nicht mal bei wem. Bei Bitcoin System. Sie haben bei Bitcoin System eine Anmeldung gemacht. Sie haben Interesse gezeigt, ja? Und jetzt brauchen Sie Ihre Konto zu aktivieren. Ja. Soweit verstanden? Nee, bei Ihnen ist die Musik so laut. Ja, es gibt Musik, damit Sie dann nicht ständig die Stimme von meiner Kollegin hören. Es ist viel angenehmer, wenn Sie dann Musik hören. Na, ich höre Sie ja dadurch gar nicht. Also, nochmal. Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Ja, es geht um Online-Handel. Bei Bitcoin-System haben Sie das gemacht. Erinnern Sie sich? Ich höre fast nur Musik. Sie hören fast nur Musik. Was haben Sie nicht gehört? Ja, den kompletten Zusammenhang. Keine Ahnung. Herr Esquisit, warum machen Sie solche Spielchen wieder am Telefon? Sind Sie doof? Sie spielen doch Musik ab. Das ist echt unseriös von Ihrer Seite. Aha, also Sie spielen Musik ab und der Kunde ist unseriös. Irgendwas scheint aber Ihnen technisch nicht ganz richtig zu laufen. Ja, wirklich, ist so. Herr Esquisit, haben Sie psychische Probleme oder was? Nee, aber Ihr ja wahrscheinlich, weil Ihr habt ja da so laute Musik an, dass man kaum was versteht. Sind Sie irgendwie doof? Ja, hallo? Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Anna Becker. Ich spreche gerade mit Herrn Thomas Geis. Ja. Ich grüße Sie. Jetzt sind Sie weg. Wie bitte? Ja, die waren weg. Okay, hören Sie mich jetzt? Ja. Also ich rufe Sie vom Block 10, weil Sie bei uns eine unbestätigte Transaktion haben. Was heißt also, das? Also das bedeutet... Wie bitte? Was heißt das? Das bedeutet, dass Sie früher bei Onlinehandel investiert haben, aber Sie haben keine Rückzahlung bekommen, richtig? Nee. Haben Sie nie mit Onlinehandel zu tun gehabt? Genau. Haben Sie vielleicht Ihre Daten an jemand anderen erlauben zu nutzen? Nee. Okay, das kann dann vielleicht ein Fehler auf unserem System sein. Nee, ich denke, dass euer Betrug nur einfach dann nicht funktioniert. Wie bitte? Ich denke nur, dass dann euer Betrug nicht funktioniert, wenn man so antwortet. Nee, es ist nicht so. Nee? Es ist nicht so. Doch. Okay? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, deshalb sind unsere Kunden sehr zufrieden. Nee. Ja, ja. Ihr tschüss. Habt keine Kunden, ihr habt nur Hey, die Kakerlaken-Party ist nun zu Ende. Ich würde mich noch über einen Daumen nach oben freuen, natürlich auch über ein Abo, wenn du den Kanal damit unterstützen möchtest. Ansonsten siehst du hier auch noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal, die du dir gerne auch noch anschauen kannst. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.